So, Top 10 Dark Blend Sorten. Als letztes Video kamen ja meine 10 Lieblings Virginia Sorten, also die schwächere Variante an Tabak. Und heute gucken wir uns den etwas stärkeren Tabak an. Und ich muss sagen, da fühle ich mich im Moment deutlich mehr zu Hause. Ich rauche eigentlich die meisten Köpfe mit so 70% Dark Blend, manchmal auch 100%. Kommt immer drauf an, wie ich gerade Lust habe. Aber ein bisschen Virginia mit reingemixt, auch sehr gute Sache. Ich muss eine Sache vorab kurz sagen. Und zwar fehlt ein Grundpfeiler meiner Top 10 Dark Blend Liste. Und das ist Must Have. Ich habe mich dazu entschieden, in dieses Video nur Tabaksorten reinzupacken, die man auch in Deutschland kaufen kann. Und da es im Moment so gut wie überhaupt nirgendwo noch Must Have gibt, habe ich den rausgelassen. Und das ist mir ziemlich schwer gefallen. Eine Top 10 Liste bei mir ohne Must Have, weiß ich selbst nicht. Gut, wir gucken uns an, welche 10 Sorten übrig geblieben sind. Da sind trotzdem sehr leckere Sorten dabei. Und der Videotitel stimmt auch nicht ganz, weil das ist eigentlich eine Top 11. Ich will eine Sorte unbedingt noch mit draufnehmen, auch wenn ich die nicht super viel geraucht habe, hat das nur einen Grund. Und zwar, weil ich den Must-Have Blary liebe. Und der Darkside Black Torrent ist mein Blary-Ersatz. Es ist keine 1:1 Kopie, aber es ist die beste Alternative, die wir haben. Und es ist ein sehr leckerer Tabak. Allerdings werde ich erst auf den umsteigen, wenn ich kein Blary mehr habe, weil ich den Blary noch einen Ticken besser finde. Black Torrent übrigens einfach nur eine schöne Brombeere. Und genau danach schmeckt er auch. Aber deswegen wollte ich den mit reinnehmen. Platz Nummer 11, Black Torrent. So, Platz Nummer 10, Black Cane von Kismet. Das in Deutschland erhältliche Äquivalent zum Cane Mint von Tangiers. Eine Tabaksorte, die eine Rohrzuckerminze ist. Rohrzuckerminze müsst ihr euch einfach nur vorstellen wie eine sehr leckere Minznote, die aber noch so eine gewisse Süße mit dabei hat. Und genau das haben wir eben auch bei dem Black Cane und den gibt es in Deutschland zu kaufen und deswegen ist der auf der Liste. Ich sag mal, mir wäre der Tangiers Cane Mint ein bisschen lieber, aber wenn ich dann Preis-Leistung und Verfügbarkeit und sowas mit reinrechne, dann sind die paar Prozent, die der Black Cane für mich schlechter ist als der Cane Mint, ist es trotzdem wert. Black Cane, sehr leckere Minzsorte, die man in fast jedes Köpfchen zu einem kleinen Anteil mit reinmixen kann und auch bei mir oft mit drin ist. Platz Nummer 9 ist noch ein Darkside und zwar der Bee Monster. Ein Bergamott-Tabak. Bergamott kann man eigentlich nicht beschreiben. Es hat zitrusartige Noten. Ihr kennt vielleicht den typischen Earl Grey Tee und der Earl Grey Tee ist ein Schwarztee mit Bergamott. Also wenn ihr den kennt, wisst ihr ungefähr, wie der Bee Monster schmeckt. Sehr penetrante Sorte, sehr intensive Sorte, aber gibt dem ein oder anderen Mix nochmal das gewisse Etwas. Und deswegen sehr, sehr geiles Ding, um da mal so 10, maybe 20% mit reinzumischen, aber nicht mehr als das. Zumindest bei mir ist natürlich immer Geschmackssache. Platz Nummer 8 ist der nächste Kismet und zwar der Black Kiwi. Ich muss sagen, ich hatte eine Zeit lang fast gar kein Kismet mehr geraucht, aber irgendwie in letzter Zeit wieder komplett auf den Trip gekommen. Ich glaube, seit der Yannick mich in Belgien mit dem White Cherry angesteckt hat. Seitdem ist bei mir wieder mehr Kismet am Start. Und der Black Kiwi ist einfach eine sehr, sehr leckere, schön saure Kiwi, die bei mir auch zum Beispiel sehr, sehr oft mit Traube zusammenläuft, weil für mich eine der besten Mixology-Empfehlungen Traube und Kiwi. Kennt ihr. Entschuldigung. So, zwischendrin kurz ein Zug. Der letzte Darkside auf unserer Liste und der letzte Darkside, der in Deutschland rausgekommen ist, der Darkside Honey Dust. Blütenhonig. Und es ist auch einfach eine Sorte, die nach Honig schmeckt, aber schon noch so leicht florale Noten mit dabei hat. Also es ist nicht einfach nur so ein babsüßer Honig, da ist schon noch ein bisschen mehr dabei. Ich habe den so oft im Mix geraucht, seit ich den Tabak endlich da habe. Das war wirklich nicht mehr feierlich. Es tut natürlich weh, dass es ihn nur in 25 Gramm Packungen gibt, aber so ist das. Und es ist einfach ein hervorragender Tabak. Wenn ich euch einen Mix empfehlen darf, Space Flavor, Honey Dust und Bapai Dinner. Überragendes Ding. Wenn ihr keinen Space Flavor habt, am besten durch eine andere süße Grapefruit ersetzen. Trust me, super nice. Als nächstes die einzige Sorte von dem Hersteller, die es auf die Liste geschafft hat, der Nash Exotic Fruit. Nash Exotic Fruit ist Rambutan. Und Rambutan ist am Ende des Tages eine Frucht, die basically eine Litchi ist, nur dass sie noch aggressiver aussieht. Kann man eigentlich nicht anders ausdrücken. Geschmacklich kann man aber einfach erzählen, dass es nach Litchi schmeckt. Ich glaube, keiner wird in einem Shisha-Tabak den Unterschied zwischen Rambutan und Litchi herausfinden. Es ist aber für mich die beste Litchi, die es auf dem Markt gibt. Ja, es ist die beste Litchi, die es auf dem Markt gibt. Für mich, ne? Geschmackssache. Platz Nummer 5 ist für mich der Blackburn Green Tea. Noch nicht so lange bei uns in Deutschland erhältlich, aber zum Glück endlich in Deutschland erhältlich. Blackburn, ein starker Dark Blend aus Russland mit extrem ausgefallenen Aromen teilweise. Kommen wir gleich noch zu. Der Green Tea war für mich so eine Zufallsentdeckung. Ich dachte so, grüner Tee als Shisha-Tabak, weiß ich ja nicht. Aber gut, ich bestelle mal einen mit. Ich gucke mir mal an. Holy shit, war der nice. Holy shit, war der nice. Musste direkt mehr her. Ich nehme mir
schnell mal hier alte Must-Have-Dosen und packe dann da meinen Blackburn rein, weil Blackburn ja auch nur noch in 25 Gramm erhältlich. Und dann packe ich die einmal um und dann habe ich die hier in einer 200 Gramm Dose. Green Tea, grüner Tee, man kann es nicht beschreiben, ihr müsst das probieren, wenn ihr das wollt, aber grünen Tee, entweder ihr kennt es oder nicht, ich weiß nicht, wie ich euch das beschreiben soll. Und normal kann ich es ganz gut beschreiben. Die erste und letzte Sorte von Blaze, die es in meine Top 10 geschafft hat, ist der Blaze Lime Hype. Eine Limette. Mehr muss man dazu eigentlich schon gar nicht sagen. Eine sehr leckere Limette, die gut getroffen ist, auf einem sehr starken Dark Blend. Ich glaube, Blaze gibt an, dass das Zeug 5% Nikotin hat, was auf jeden Fall mehr wäre als Must-Have, Darkside Core, Blackburn und Co. Er ist auch sehr, sehr stark und er ist auch sehr, sehr lecker. Für mich aber die einzige Blaze-Sorte, die es in meine Top 10 geschafft hat. Ich würde mir wünschen, dass da Sorten nachkommen. Der Cola ist gut, aber sehr würzig und deswegen rauche ich ihn nicht super oft. Zumindest nicht so oft, dass er es bei mir in die Top 10 schaffen würde. Und die zwei cremigen Sorten kann ich ehrlich gesagt nicht ab. Den Bubba Gamma mag ich auch nicht so, aber den Lime Hype, der ist nice. Der hat auf jeden Fall den Platz 4 verdient. Top 3. Angefangen mit dem Chupa Grupper. Wieder ein Blackburn Tabak und Chupa Grupper kann man, also ich kann euch erzählen, was drin ist, aber das ist schwierig rüberzubringen. Es ist Traube mit Essig. Klingt komisch, ist es auch, schmeckt aber irgendwie geil. Genauso wie der Kiwi Stoner, den habe ich jetzt nicht mit rein, weil ich dann doch häufiger was anderes mit reinmische. Aber Kiwi Stoner auch eine sehr, sehr nice Sorte. Aber Chupa Grupper Traube mit dieser komischen Essignote, die dabei ist. Ich glaube, man kann es nicht beschreiben, sodass Leute sich denken, klar, das hört sich an, als würde das schmecken. Es hört sich so an, als würde es nicht schmecken. Mir schmeckt es aber und von dem, was ich so gehört habe, vielen anderen Leuten auch. Und deswegen der Blackburn Chupa Grupper bei mir auf Platz 3. Platz Nummer 2 habe ich euch basically vorhin schon verraten. Beziehungsweise konntet ihr euch eigentlich denken, dass der noch kommt. Der Kismet Wild Cherry. Wie gesagt, ich war mit Yannick, also Kassel, und noch ein paar anderen Jungs in Belgien einen CS-Major gucken. Da haben wir uns ein Airbnb genommen und jeder hat ein bisschen Tabak mitgebracht und hat den hingelegt. Und der Yannick hatte den Kismet Wild Cherry dabei. Und ich dachte, oh, kann man ja mal wieder probieren, kann man sich auch mal angucken. Ich war instant in love und nicht nur ich, der Phil auch. Und seitdem ist der immer am Start. Super oft in einem Mix mit drinne. Es ist eine überragende Kirsche und für mich meine Lieblings-Darkblend-Kirsche. Ich rauche in letzter Zeit auch sehr gern den Blackburn Cherry Garden, der ist auch sehr gut, aber den hier einfach häufiger. Kismet White Cherry. Übrigens, es gibt auch noch Black Cherry, den finde ich nicht so geil. White Cherry, deutlich besser. Und leider nur in kleinen 25 Packungen bei mir am Start, der Bapai Dinner, ein Papaya-Tabak von Blackburn. Und ich liebe es, wenn Tabaksorten rauskommen, die für mich eine komplette Kategorie aufmachen. Beispiel, ich habe fast kein Zitrone-Minze mehr geraucht, bis Fuck Your Life den Zitrone-Minze rausgebracht hat und ich war wieder mad in love mit Zitrone-Minze. Und Papaya wäre niemals in meinen Kopf gekommen, wenn mich jetzt ein Hersteller gefragt hätte, welche Früchte könntest du dir denn noch vorstellen? Hätte ich nie gesagt, Papaya. Und dann kam der Bapai Dinner und auf einmal bin ich so, obviously Papaya, Bro. Safe. Für mich der beste Blackburn, den es im Moment gibt. Für mich der am meisten gerauchte Blackburn. Bei mir persönlich. Für mich mein am meisten gerauchter Blackburn in letzter Zeit und einfach ein überragender Papaya-Tabak, wo mir ansonsten überhaupt kein anderer Papaya-Tabak einfallen würde. Das war meine Top 10. Lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da für den Support und bis bald